Okay, Gitarre, 3 mal 9, ich glaube, ich habe 27. jetzt gerade live Sind während immer der noch viel? Aufnahme eine 27 C80 plus 4 verschrottet. sind 31. Echt? Nein. Hast du nicht Ja, warum gemacht. ist dir das so wichtig? Ist dir das so wichtig? Ist dir das so wichtig? Warum ist dir das so wichtig? Ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht. Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Barricade Revision 2. Und Lilly ist heute endlich auch wieder mit dabei. So, Genauso wie gerade eben, Ivy. wenn ihr Evelons Folge gesehen habt, dann werdet ihr sicher wissen, dass im letzten Part ziemlich komische Sachen passiert sind. Ich bin irgendwie die Nee. ganze Zeit Meine disconnected war die letzte gewesen. Folge, meine war die letzte Folge. Oder, ja, Folge. stimmt. Asni hat die letzte Folge gemacht. Genau. Und, Rivey, verdammt, nicht Nein, Asni. 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 Schnauze. Asni. Ja, er nennt mich immer Big Shuck und, ach, Brauzeug. Ich hab Ich gedacht, bin das ein wäre eine Asni. 9. Ich hab mir gedacht, hä, was steht da? Aber Yo, das ist Enderman, Brauzeug. Enderman, Wo? Enderman, Yo, bei mir im Unten Spawn. drinne. Oh, ich esse was. Warum? Ich komme. Ich habe nämlich nicht allzu viel HP, aber zum Glück regeneriert man hier abnormal schnell. Das ist Ja. sehr gut. Aber man hat Aber auch sehr nur schnell bis neun verbunden. Herzen offenbar. Das Wo ist letzte der Herz Eingang? wird gewaltig gebuffert, wie ihr gerade gesehen habt. Ja, Ist falls ihr hier. darauf geachtet habt. Falls nicht, dann spult mal zurück und achtet darauf. Jo. Wo ist ein Rivey, Enderman? komm her. Wo Big bist du? Hier, Man. komm. Wo bist du? Da Hier bist du. unten. Hier. Okay, ich Nicht schau ihn erstmal noch nicht an. angucken, nicht angucken, nicht angucken. 3, Drauf! 2, 1, drauf. Jo, er geht halt weg hier halt. Alter, der ist so schwer zu treffen. Ihr schafft das schon, ne? Ja, er ist tot. Ja, wir Oh, ich schaffen hab dieses das. Geräusch. Keine Sorge. Ja, das So, was steht heute an? Spawnarbeiter bauen. Ach, ihr baut hier gerade zu. Wir bauen hier gerade einen Monster-Spawner, komplett. Komplett? Komplett. Alles, was Kabelstein ist, sollte nicht abgebaut werden, weil die Gefahr besteht, dass dort Monster sind. Ja. Ja, ganz genau. So, unter uns oder nein, über uns. Genau, über uns. Also beziehungsweise hier in dem Raum, wo wir gerade sind, sollen später Monster spawnen. Und das ist ein Plan, der immer ganz gut ist. Allerdings nur, wenn man Der wirklich kommt alles von sehr sicher hier. gebaut hat. Ja, ich hab da jetzt sechs Türen oder fünf Türen drin. Ja, die Frage ist Normalerweise, nur. zur Info, hier ist noch Gold, also wenn ihr das abbauen wollt, ich habe keine Eisenspitzhacke. Leute, Ja. Ich Gibt's schon eine Gold? bräuchte jemanden mit einer Eisenspitzhacke, um Gold Oh, du auf abzubauen. jeden Fall. Ich komme. Ich glaube, eine Goldspitzhacke ist einfach zu weich dafür, dass man Gold abbauen könnte. Ich Ja, ich weiß. hätte damit einen Diamant gebaut, das wäre geschlossen, damit Du Idiot. Hast du eigentlich meine Folge Ich habe damit nachgeguckt nur und gesehen, dass Obsidian ich dir abgebaut. gesagt habe, dass du das nicht abbauen sollst? Du hast es mir nicht gesagt. Ich habe es gesagt. Du hast zu mir in dem Moment gesagt, ja, bau ab. Nein, ich habe gesagt, nein. Doch, hast du. Nein. Doch. Ich finde nichts zu euch. Guck Ach, ich laufe da sogar in in die die falsche verdammte Richtung, ja. Folge. Guck in Hab die ich. Du verdammte hast zu mir Folge. gesagt, bau ab. Das ist mal Ich wieder glaube, typisches, Ravi. typische Gitarrendummheit. Guck in meine Folge. Hab ich. Du hast zu mir gesagt, bau ab. Ja, ich kann jetzt auch mal nach oben gehen und ein bisschen angeln. Tonangeln. Aber. Nein. Dann benutzt dafür aber bitte das T-Bone. Ja, das T-Bone SC100 Mark II, das hier am Setup hängen habe. Ja. Ja, meine Spitzhacke ist gerade kaputt gegangen. Na toll. Aber damit wir hier auch maximale Sicherheit erreichen, werde ich noch einen Kolben hinsetzen, denn ich bin Redstone-Elektroniker. Redstone. Haben wir überhaupt Redstone da? Wessen Kolben Rotstein. stellst du denn hin? Unten war noch ein bisschen Redstone. Ephelon, wessen Kolben Und stellst du denn stimmt, unten Ja, war aber auch noch ein bisschen mein. Eisen. Ephelon, wir haben genau einen Das, du Redstone. hast doch gar keinen. Ein Redstone, scheiße, Mann. Nur ein. Guck mal, Leute, wie stark hier einfach Ich habe ausgeleuchtet mein ist. Brauzeug drin. Gute Arbeit, Leute. Ja, toll. So, die nächsten keep Etappe calm and raus. kill the Ah, ja, creeper, genau. was nicht geklappt hat. So, beziehungsweise es hat keine geklappt. Nein. Hier ist alles taghell. Hier ist alles Hacke, komm, echt taghell. Warum spawnen hier eigentlich immer noch Monster? Ich werde die Folge jetzt komplett damit verbringen zu angeln. Komplett? Ja, komplett. Komplett. Ja, einer sollte immer angeln, damit wir irgendwann den verdammten Sattel bekommen. Ja, ich angle doch die ganze Ja, Zeit. Tonangeln. Alter, ich glaube, wir werden komplett Barricade ausheben müssen, bis wir irgendwas Nützliches finden.
Ja. Ja, ist halt echt so. Hier ist noch Redstone. Ich habe allerdings, wie schon gesagt, keine Eisenspitzhacke. Die kann ich mir aber gleich craften, weil ich hier unten noch ein bisschen Eisen gefunden habe. Wollte ich mir aber extra für diese Folge aufsparen. Bin ich nicht nett, Leute. So. Oh, warte. Werkzeug. Aber auf jeden Fall geht es deswegen jetzt auf jeden Fall nochmal nach oben. Der Erfolg, zur Info, falls ihr das nicht so regelmäßig guckt und einfach nur mal reingeschaut habt, was ja auch völlig okay ist. Zur Info, wir sind gerade dabei, in diesem Captive-Projekt den Erfolg, wenn Schweine fliegen, zu erzielen. Dazu brauchen wir unter anderem ziemlich erstmal einen Sattel und den können wir, glaube ich, nur angeln. Also wir können ihn entweder in einer Kiste kriegen oder wir können ihn angeln. An den Kuchenerfolg, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber an den Kuchenerfolg können wir nicht kommen. Können wir nicht da ankommen. Da wir nicht an Zucker kommen. Ja. Zucker. Zucker. Guck, ja, eigentlich. Denn das Zuckerrohr ist außerhalb der Border. Mäus. Eigentlich fehlen noch zwei eigentlich. Erfolge zu. Eigentlich könnten wir den Notch Apple uns einfach geben, weil wir können den nicht machen. Wir müssen Ravi. Aber vielleicht machen wir das müssen wir irgendwo Menge finden. Gold farmen oder sowas. Nee, Ravi, damit das ungefähr gleich aufgewertet wird. Aber theoretisch fehlt uns nur noch ein Erfolg. Dann können wir dieses Zuckerrohr hier abbauen. Ja. Und dann haben wir. Zuckerrohr. Es rechnet jetzt gerade mal. Es rechnet jetzt bitte mal ein Mathe-Genie aus. Wie viele ich nicht. Goldblöcke? Nase. Wie viele. Acht. Ja, wir brauchen Goldblöcke. 8, wow. Ja. Aber wie viele Gold bin normal das? 72. Ja. Weil dann würde ich sagen. Wollte ich gerade sagen. Dann, würdest du sagen? Wenn wir diese 72 Gold wirklich haben. Ja, das meine ich. Dann können wir uns diesen OP-Goldapfel auch nicht craften. Nee, aber dann holen wir den einfach. Dann hole ich einfach den verdammten Erfolg. Ja, aber das ist ein. Das ist halt. Leider ein 1,8er-Prinzip, wenn man so will. Ja. Ja, aber das Ding ist, deshalb wollen wir das Gold haben. Wir spielen eine 1,11. Und dann entfernen wir das Gold und den Apfel und dann haben wir quasi diesen Goldapfel, den Ignon sich dann holt und dann können wir den Erfolg abziehen. Ja. Nee, ich werd nur den Erfolg holen. Really? Ich bin hier für. Weil den Apfel gibt's gar nicht mehr. Aber nur wenn es keine andere Möglichkeit gibt, okay? Okay, wir versuchen den Apfel zu craften. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, ne? Nur wenn es nicht anders geht. Wenn es nicht anders geht. Wir müssen ihn ja, also frei nach den Spielregeln müssen wir ihn ja finden. Ja, aber den gibt's ja nicht mehr. Den kannst du auch nicht finden. So, ich weiß auch nicht, warum ich eine Schere im Inventar habe, aber ich habe gerade eine Menge Laub damit abgebaut. Nach den Spielregeln musst du den craften. Ja, die Frage ist nur, gelten diese Spielregeln auch noch in 1.11? Und das glaube ich nicht. Warte mal, das ist Tiermaterial. Ja, gut, dass wir ein Lager haben auf jeden Fall. Hier drin ist, was ist hier drin? Sortiertes Lager. Ein gewöhnlicher Trank. Warum hängt hier eigentlich eine Heilpotion? Frage ich mich auch. Hängt? Keine Ahnung. Ja, die hängt da. Nee, ist keine Heilpotion, gewöhnlicher Trank. Ja, das bei mir ist das rot. Aber egal, weil ich hab Specs. Ja. Aber bei mir hat das auch das Ende. Farbe. Ich muss das Ende finden. Beziehungsweise wir müssen das Ende finden. Nein, du musst finden. Es aufmachen. Du musst es aufmachen. Du musst es aufmachen und es betreten. Betreten haben wir es doch schon. Da steht, finde das Ende. Also. Ja, aber wir haben es ja schon gefunden. Ich sag nur, streng genommen. So. Holz. Warte mal, Natur. Da tue ich die Blätter einfach mal rein. Die Kiste heißt Skinny Pop Pop. Mützle. Ja, das ist Rivies Kiste. Das merkt man schon. Ja, er meinte, ich soll zu benennen. Eigentlich müsste es ja meine Kiste sein, weil ihr müsst wissen, Leute, er hat mich auf WhatsApp als Big Shuck eingespeichert. Und er ist bei mir Asni. Also, er ist eigentlich hier der Asni. Gut. Wir schmelzen jetzt endlich mal dieses Eisen hier und suchen einfach mal, ob wir hier eine Goldspitzhacke finden. Wo haben wir eigentlich? Genau. Hier unten. Oh, ey, so, das Enderauge ist kein Brauzeug, ja? Das ist. Diese Angel ist Gold wert. Welche? Was ist da drauf? Zeig mal. Drop mir mal, ich gebe sie dir auch wieder. So, das ist. Ach, Reparatur! Ja, gut. Ja. Dann hält die natürlich ewig. Ich versuche mal was damit zu angeln. Ich könnte die in die Hand nehmen, um
meine Level an das Ding abzugeben. Ja, die ist komplett heile, komplett. Und von daher braucht es diese Level auch nicht. Wenn ich damit jetzt einen Sattel geangelt hätte, ne? Das wäre so. Ich wäre ausgerastet. Ich angel hier die ganze Zeit und du so direkt beim First Try einen Sattel. Das wäre so richtig krass episch. Wie weit ist Evelyn jetzt eigentlich hier? Guck mal bei mir rein. Der Mob-Spawner. Welche Area soll denn jetzt was genau werden? Soll das hier die Area sein, in der die Mob spawnen? Was? Ja, alles was hier unter Kabelstein ist, ist Mob Spawn Area. Ja, und die Türen sind einfach nur dafür da reinzukommen. Hier ist dann einfach komplett zu, eine Wand. Ja. Und dann geht's also da unten einfach weiter. Türen sind Safety Zone. Gut, das ist auf jeden Fall ein durchdachtes Konzept. Allerdings glaube ich, können Zombies Türen nicht abbauen. Was? Nein, das ist erst 1.13 so. Ach so, ich dachte, das wäre schon viel früher so, lol. Okay, das ist strange, aber... Hallo? So, ich würde das gerne... Ja, danke. So, ich hätte dieses Skelett gerne gekillt. Gut, da ist ein Creeper. Nein, hier sind ganz viele Mobs. Ihr glaubt einfach nicht, was ich geangelt habe. Sattel? Nein, hier ist nichts Gutes. Eine alten Schuh. Ein Creeper. Knochen. Oh mein Gott. Oh nein, hier unten ist eine Witch. Ja, komm. Und die ganze Zeit rohe Lachse angel ich. Hier, Lilly, du kannst eine kaputte Angel haben. Okay. Witch und Brot. Ja, gerne. Ihr müsst gleich mal vielleicht runterkommen. Irgendwie, ich habe die Witch gekillt, aber okay. Ich habe trotzdem ein fettes Problem. Denn ich habe gleich nur noch ein halbes Herz. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich habe noch 21 Sekunden Vergiftung. Das ist nicht gut, Leute. Das ist gar nicht gut. Ich gehe mal hoch. Ich bin oben. Wir einen Amboss. Was ist das eigentlich hier für eine Treppe? Warum ist das hier so unübersichtlich? Das ist mein Setup, bevor ich Kabelmanagement betrieben habe. Und ja, Leute, ich habe Kabelmanagement betrieben. Ist das nicht super? Lilly. Du solltest nichts essen. Ich habe keine Glück des Meeres angelt. Guck, was ich geangelt habe. Wasserflasche. Ja. Echt jetzt? Als ob. Ja, das ist was für 4 Ocean. Du könntest direkt 4 Ocean beitreten. Weißt du, was das ist, Rivy? Nein. Ja, ich sollte vielleicht nicht mit einem halben Herz untergehen, aber das ist so eine Organisation. Das ist nicht von denen gesponsert oder so, keine Sorge. Gesponsert vor allem. Es ist eine Organisation, die holt den ganzen Müll aus dem Ozean. Das ist wirklich so. Und dann müsstest du sie eigentlich kennen, ich Idiot, Alter. Ja, es ist so. Also wir könnten einen Amboss machen, aber die Frage ist, ist es notwendig? Ja. Soll ich einen machen? Warte mal, mach mal noch keinen. Okay. Ich würde das Eisen erstmal sparen. Wir sollten bald mal Wegemanagement betreiben. Ja, ganz genau. Ich bin hier gerade unten gefühlt unter dem Setup von Ranzratte. Nee, von mir. Ja, oder von dir. Du mit deinen Dual 1080s, Alter. Ja. Okay, die Angel ist so cool, aber nächsten benutze ich die Angel kaputt. Dual 1080s und ein Setup, das nochmal besser ist als meins. Bis auf das Mikrofon-Setup. Aber okay, das ist auch... Habe ich echt ein besseres Setup als du? Sollte so sein eigentlich, aber... Ich habe weder Beleuchtung noch irgendwas. Ja, ich habe die Beleuchtung sogar noch hier, aber ihr seht auch, die Beleuchtung ist gerade nicht an. Ich wollte die Beleuchtung nämlich auch eigentlich demnächst mal wegpacken, weil sowieso hier nur über Tag aufgenommen wird und diese Hintergrundbeleuchtung, die ihr hier im Hintergrund seht, das rote, kommt sowieso nicht so gut zur Geltung, wenn die Softboxen an sind. Von daher tacke ich die jetzt irgendwann einfach mal in meine Bettschublade. Aber ja, ich gucke jetzt noch mal nach oben. Was machen die anderen denn da oben gerade so Schönes? Also ich könnte einen Amboss bauen. Du könntest, mach das aber mal bitte noch nicht. Weil, ja, wann soll ich das dann machen? Alles klar. Ich denke... Meine 1080 Grafikkarten sind halt gerade gar nicht. Also es wäre halt mega krass, weil ich habe ein Glück... Ja, ist auch kein Wunder, dein PC ist Overkill. Gitter. Ich habe eine 1060, das reicht. Weil ich habe ein Glück des Meeres 3 Buch und eine Angel mit Reparatur. Und wenn ich das beides zusammenkloppe, dann könnte es sein, dass wir einen Sattel rausbekommen. Ja, dann mach. Oh, gut. Warte, hast du genug Eisen? Hast du genug Eisen? Ja. Und noch was auf Vorrat? Ja, ich habe da noch 16 Stück über und in der Kuh ist auch noch was. Nein. Leute, meine Leistung geht gerade komischerweise
Amboss drunter. Ist dein Bruder da. Nee, nicht meine Internetleistung, meine Prozessor- und Grafikkartenleistung. Okay, der Amboss steht, alles dann haben wir den jetzt gecraftet. Ey, es kostet genau 6 Erfahrung und ich habe 6 Erfahrung. Ja, so teuer ist der Amboss ja auch gar nicht. Man braucht wie viele Eisenblöcke? 3, ne? 3 Stück. Und dann noch 4. Okay. Okay, Gitarre. 3x9, 27. Ich glaube, ich habe jetzt gerade live während immer noch viel? Eine 1080 verschrottet. 31. Echt? Nein. Hast du nicht gemacht. Ich hab hast jetzt, du nicht gemacht. Während der Aufnahme live eine 1080 verschrottet. Wie das denn? Keine Ahnung, PC ist gerade überhitzt gewesen und jetzt ist mir die Oh, das ist verkohltes Plastik. Oh nein! Okay, dann machen wir lieber schnell die Abmod. Was passiert hier? Ich lass laufen. Ich bin schon wieder ein Rechner in die Flammen aufgegangen. Zocken, bis der Rechner qualmt. Aber wortwörtlich, Leute. So. Grafikkarte 1080 abgestöpselt. Na toll. Man merkt direkt, dass es Hälfte der Leistung ist. Fuck. Ja, aber eine 1080 reicht auch. Ganz ehrlich, ich habe eine 1060 und einen eigentlich schon veralteten FX-Prozessor und das funktioniert. Aber okay. Du hast doch Octa-Core, hast du doch. Ja, ein Octa-Core. AMD FX Octa-Core ist nur das Problem. Du hast ein AMD. Ja, AMD. Ist ich habe ein Intel Octa-Core. Ja, schön für dich. Ich nehme diesen Kugelfisch nicht. Ravi, das kannst du vergessen, dass ich diesen Kugelfisch nehme. Ich nehme den nicht. Das war's für diesen Part von Minecraft Barricade Revision 2. Lässt du das mal, Ravi? Und ich würde einfach mal sagen, schau trotzdem mal beim Ravi vorbei. Oh. Ganz ehrlich, ich spiel dich jetzt weg. Ja, jetzt müssen die anderen auch drunter leiden. Aber ich würde sagen, schaut trotzdem bei ihnen vorbei. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Und ciao! Das kannst du vergessen, dass die Kugel für dich nehme ich nicht. Abmod! Abmod! Jetzt ist mir gerade so wirklich. Ich hab gesagt, ich nehme ihn nicht! Du bist einfach da lang gelaufen.